Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Und wie wir letzte Folge ja schon vermutet haben, läuten wir wahrscheinlich die Boss-Time an. Und das machen wir jetzt. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen wahrscheinlich gegen den nächsten Boss in die Schlacht. Und da gucken wir mal in das Nebeltürchen. Und sehen eine Cutscene. Also Boss-Time. Ja, Ragnaros, Diablo, Moped, Mann, Lava, Vieh. Alter. Wir ziehen gegen Alter Eisenkönig in die Schlacht und die Kampffläche ist hier äußerst klein. Alter. Bleibst du da drin? Kommst du jetzt... Ne, er spuckt Feuer. Ja, können wir ihn ja hier mal aufs Hörnchen hauen. Was macht er jetzt? Jetzt schlägt er. Ich glaube, das versuche ich mal erstmal gar nicht zu blocken. Das könnte, glaube ich, scheiße enden. So, was machst du noch? Feuerschwucken. Ja gut, das kennen wir ja nun schon. Kann man, Alter, kann man das blocken? Boah, das kostet aber viel Stamina. Ui! Und dann haut er hier nach mir. Das war schon wieder Lucky Mida, der mich da nicht getroffen hat mit seiner Monsterpralle, Kralle. So, da kann man runter weg. Und da muss man auch anscheinend weg. Und dann kann man hier mal auf die Patsche-Hände hauen. Oh, 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 er haut auch von links nach rechts und nicht nur von rechts nach links. Verstehe ich, damit habe ich nur gerade nicht gerechnet. Dann müssen wir mal ganz kurz, Alter, irgendwann mal jetzt vielleicht eine Estus trinken. Oh Gott, das Feuer kommt aber schnell da. Hilfe, heiß, 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 heiß. Alter, ich hab da ausgewichen, mein Snack kaputt. Was macht er jetzt? Monster Falcon Punch. Ja, nee, bitte nicht. So, Stamina, beziehungsweise mal ganz fix hier noch eine Estus nehmen. So, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ja, super kompliziert ist er nicht, aber man muss halt doch schon exakt ausweichen. Oder liegt an meinem niedrigen Anpassungswert, dass ich da doch noch getroffen werde, das weiß ich nicht so genau. Alter, was macht er denn jetzt? Jetzt betet er, oder was? Geh weg, ey. Ui. Ja, Fire Punch. Nicht so schön, da hätte ich in die andere Richtung laufen sollen. Das wäre klüger gewesen. Alter, noch ein Hit, ey. Lass dich doch noch einmal treffen. Boah, jetzt muss ich hier wieder weg. Scheiße, scheiße. Feuer, Feuer. Blocken, blocken. Ui, 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 ui. Ganz schnell. Alter, nein, nein, nein. Ich habe gedacht, er haut. Verdammt, verdammt, verdammt. Estus. Und ausweichen. Alter, ich hab doch gerollt. Mistvieh. Ui. Alter, stirb. Stirb einfach. Hell yeah. Puh. Gut. Alter, Seele des alten Eisenkönigs. Dann haben wir den auch aus dem Weg geräumt. Zwar nicht schön irgendwie, aber hell yeah. Boss down. Besser als Slash down. Da können wir auch nochmal eine schöne Siegerfaust hier drauf machen. Ja, gut, da muss man bei dem echt ausweichen. Beziehungsweise eventuell mal nächstes Mal probieren zu blocken, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Oh Mann, ey. Ja, gucken wir uns doch mal an, ob wir hier. Ah, nein! Alter! Wie dumm! Wie dumm war das denn bitte? Boah. Most stupid death ever. Ever, ever. Ja, jetzt müssen wir mal fix nach Majula den Ring reparieren, weil der andere ist auch kaputt. Jetzt haben wir keinen mehr. Oh Mann. Boah, ich wollte nur gucken, ob da eine versteckte Wand ist, ey, und hab das Loch nicht gesehen, als ich vor der Wand stand. Gott. Wie schlecht, ey. Da überlebst du mit Ach und Krach hier so einen Moped-Bosskampf und dann beim versteckte Wände suchen fällst du in die Lava. Alter. Das sieht bestimmt im Video auch wieder super toll aus. So, dann mal hier zurück in den lustigen Puff. Skillen tun wir gleich. Wir haben jetzt ja unseren Ring. Ich will jetzt erstmal wissen, was da noch ist. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht nochmal da abstürzen. Das wäre jetzt echt nicht so bombenmäßig. Oh Mann, ey. So, knattern wir mal direkt mal wieder diesen lustigen Turtle-Moped-Apparillo-Rad weg, der hier den Eingang blockiert. Keine Lust, mich da jetzt mit dem aufzuhalten. Ja, komm mal her.
Geh mal weg. Stirb mal bitte. Dankeschön. Muss immer ganz kurz meinen Tod da vorne rekapitulieren. Mir durch den Kopf gehen lassen, wie man da so dumm sterben konnte. Oh Mann. Ja, Dark Souls und so, ne? Unglaublich, ey. So. Ja, das Loch. Ja, toll. Wenn man nämlich davor steht, um die Wände abzusuchen, sieht man das Loch nämlich nicht. Und ich bin einfach nach links gegangen. Ach, scheiß drauf, kein Emote jetzt hier. Für so viel Dummheit gibt es noch nicht mal mehr ein Emote. Unglaublich, ey. Ja, aber anscheinend haben wir hier keine versteckten Wände. Da habe ich mich einfach mal selbst in den Tod manövriert. Aber dafür haben wir eine Kiste. Naja, immerhin. War dann nicht ganz umsonst. So, was haben wir da drin? Keine Mimik, das ist ja auch schon mal was. Dann können wir hier mal reinlinsen. Und uns die Kiste kisten. Edler Knochenstaub. Ja, ist ja gar nicht falsch. Dann haben wir die Estus ja auch schon auf plus 4. Das nimmt ja langsam Formen an. So, was haben wir da unten? Ja, wieder ein Leuchtfeuer und anscheinend nichts sonst. Ist das hier auch so ein Ur-Moped gewesen? Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, aber ansonsten haben wir hier auch nichts. Das bedeutet ja im Endeffekt, hier haben wir dann anscheinend auch wieder einen Weg zu Ende gegangen. Neben der versteckten, verlorenen Sünderin war das ja dann, glaube ich, hier der zweite. Urleuchtfeuer entzündet, jawohl. Ja, das war dann hier der zweite. Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Der zweite Monster-Moped von den Vieren. Dann fehlen uns ja wirklich nur noch zwei. Verbrennen wir erstmal den edlen Knochenstaub hier ganz fix, damit wir auch wirklich in den Genuss von plus 4 kommen. Eine Kraft hat den Estus-Flakon gestärkt. Jawohl, ja. So, Estus plus 4. Gut, dann können wir ja tatsächlich mal skillen. Achso, huch, sie sagt ja was. Ja, Scherben haben wir natürlich keine. Dann mal fix aufsteigen, bitte. So, wie viel Level darf ich denn? 4 waren das, ne? Ja, gut, dann packen wir mal weiter in Wit, Kondi und Belastung und verteilen das mal so ein bisschen. Ne, machen wir lieber noch in 27 in Kondition. Bis wir da halt, wie gesagt, 30, 30, 30 haben. Machen wir das so. Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, wie viel ich fürs nächste Level brauche. Verdammt. Muss ich hier nochmal gucken. 16, ja, das ist ja doch noch ein bisschen mehr, das lassen wir. Dann würde ich sagen, ja, wo machen wir denn jetzt weiter? Das ist eigentlich eine gute Frage, liebe Freunde, weil jetzt langsam habe ich den Überblick so ein bisschen verloren. Das haben wir alles abgearbeitet, da war auch nichts mehr. Ja, da waren wir auch. Das haben wir fertig gemacht. Das war nur der PvP-Scheißendreck. Da sind wir auch, glaube ich, fertig. Da war noch ein Weg, den wir nicht gesehen haben. Da können wir weitermachen. Ja, und dann natürlich die beiden Dinger da in diesem lustigen Brunnen. Wobei wir machen, glaube ich, hier weiter und gucken uns da erstmal weiter um. So, und hier... Wobei ich müsste mal jetzt eben noch den Ring hier ausziehen. Das macht ja jetzt doch kaum Sinn, dass man den auch anhat. Nehmen wir lieber hier den Leo-Ring für ein bisschen mehr Schaden. So, und hier haben wir letztes Mal ja schon runtergeguckt. Und da können wir ja schon mal anfangen, ein bisschen das von Versehen wegzusnipern. Dann haben wir weniger Moped-Männer, wenn wir direkt den Weg da gleich gehen. Dann stören die uns nämlich nicht. Achso, und da war ja auch, glaube ich, hier irgendwo... Dann machen wir erstmal das Ding da, was immer das auch ist. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Leerwandler aus WoW oder so. Nur nicht blau, sondern weiß. So, gucken wir nochmal. Das wollte ich gerade sagen. Ob wir den Lizard hier erwischen. Ah, scheiße. Ja, mit ein bisschen mehr Vorhalten müsste das machbar sein. 3 Schüsse und dann ist der platt. Ja gut, das kann man ja einfach nochmal im Leuchtfeuer gleich probieren. Beziehungsweise eventuell offscreen. Gucken wir uns erstmal nämlich jetzt hier um. Aber da sehen wir auch im Moment nichts mehr. Das heißt, wir können hier einfach mal den regulären Weg nehmen. Die Jump Dingsbums Kram, Gedönse. Probieren wir danach. Nehmen wir erstmal, wie gesagt, die regulären Wege und gucken, wo wir da hinkommen. Nämlich Abkürzung mit Springen. Dann kennen wir den regulären Weg ja trotzdem nicht. Das hilft ja nicht.
So, aber hier haben wir anscheinend auch nichts. Ja, da hätte ich, wie gesagt, runterspringen können. Dann wären wir da und hier kommen wir irgendwie auch anscheinend weiter lang. Aber wo? Ja, da unten ist alles voller Loot. Das ist ja wunderbar. Aber wie komme ich denn da hin? Ach, da vorne ist noch so ein Moped-Mann. Den können wir eventuell einfach mal wegsnipern. Sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Zauberer oder so. Oder auf jeden Fall hat er irgendwie so ein... Alter! Was? Greifen? Was kann ich denn hier greifen? Ach, ich kann mich hier an diesen Dingern fest... Was ist das denn? Da ist noch ein roter... Ist das ein Lizard? Boah, das ist ein roter. Der droppt doch bestimmt super Sachen, oder? Alter, scheiße. Ja, das wird so nix. Das wird so nix. Verdammt. Ja, aber ich kann hier anscheinend dran und mich darunter gleiten, glitschen lassen, wie auch immer. Probieren wir das doch einfach mal aus, würde ich sagen. Spielen wir hier so ein bisschen Indiana Jones oder so, aber ansonsten sehe ich ja jetzt hier auch nichts im Moment. Nö, hier ist anscheinend auch sonst nichts mehr, außer die Moped-Männer, die wir weggesnipert haben. Das macht mir ein bisschen Angst, dass wir hier nicht mehr sehen. Achso, ich muss auch noch den Stick hier hindrücken, verstehe ich. Also dran springen und Stick nach vorn, damit man hier rüber rutscht. Ach, da sind auch noch welche. Ja, dann machen wir die auch nochmal ganz fix mit dem Bogen. Könnten ja anscheinend dann direkt da weiter runter rutschen. Über das Seil, aber da machen wir erstmal noch nicht. Wir gucken uns erstmal hier oben weiter um. So, was haben wir denn hier? Gut. Da kloppen sich zwei. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung, was da los ist. Gucken wir doch mal einfach mal nach. Ach, das ist Pate und Crichton, die sich da kloppen. LOL! Ja, jetzt können wir ja Wetten abschließen, wer von den beiden gewinnt, wa? Gucken wir uns dann einfach mal an. Ja, wobei, das dauert ja ewig. Ich glaube, ich töte mal Pate. Den konnte ich ja irgendwie sowieso noch nie leiden. Komm mal her. Geh mal weg. Ja, so sieht Schaden aus, Crichton. Nicht wie du da rumpiekst. Unglaublich. Schaffst den Rest jetzt alleine? Naja, ich glaube, ich helfe ihm nochmal. Ich hoffe, ich treffe den jetzt nicht. Oh, doch, da habe ich ihn getroffen. Bist du jetzt böse auf mich? Weil ich dich gehauen habe? Ich wollte eigentlich hier Pate treffen. Aber anscheinend rastet er noch nicht. Pate, Speer und Ring der Dorn. Kohleartiges Harz. Naja, will noch mit mir reden. Nicht, dass der mich jetzt hier gleich anruft. Angreift! Er ist so ein bisschen irre, der Typ. Thanks for your help. He was no pushover. Yeah, take this. And go to my bubble down the way. Was? Zeldora Höhlenschlüssel? Aha. Crichtons Stahlmaske, Kettenhemd, Ketten, Handschuh und Gamaschen. Also quasi das komplette Crichton Fanclub Set. Ja, und sonst sagt er ja auch nichts. Also hat er uns den Schlüssel und sein Set halt gegeben. Naja, gut. Keine Ahnung, was Pate uns gegeben hätte, wenn wir Crichton umgebracht hätten. Dann müssen wir halt beim nächsten Durchlauf mal testen, wie die Story halt weitergeht, wenn man es umgekehrt halt macht. Und wie gesagt, ich konnte Pate halt sowieso noch nie leiden. Wobei ich auch kein Crichton-Fan bin. Der Typ ist auch ein bisschen irre. Die sind beide irgendwie irre. So, was haben wir hier? Uah, Spinnen! Ja, ist klar. Ja, komm mal her, du Spinnen. Ach, jetzt kommt wieder der lustige R2-Angriff aus der Hölle, der nichts trifft
Warum der nicht einfach mal ein bisschen tiefer stechen kann, verstehe ich nicht. Ja, aber hier, toller Raum, hier ist nichts drin, außer eine Spinne hinter einem Bücherboard. Na super. So, was haben wir hier noch? Haben wir irgendwo einen Gang? Und eine Tür und sonst nichts. Ja gut, aber dann gucken wir doch mal durch die Tür hier. Ja, versteckte Wände gibt's nicht, also bleibt ja nur die Tür. Wow, hier geht's auch nach rechts. Achso, aber da ist nur Loot. Naja, besser als Feinde. So, was haben wir hier? Fackel. Naja, super. Das freut mich. Ja, dann gucken wir nochmal, wo es hier weitergeht. Was ist das denn? Hat der da einen Rucksack auf dem Rücken oder was ist das? Ach, da ist auch noch ein Lizard. Boah, ist ja alles voll mit den Viechern. Ja, gucken wir mal, ob wir den... Uah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Also, du schon, ich nicht. Das ist mir dann auch egal. Ja gut, der Lizard ist weg. Ach, da ist noch so ein Moped. Ja, keine Ahnung, was das für Spinnenmenschen-Hybriden-Monster sind. Boah, hier kommt... Das ist ja ein komplett neuer Weg, irgendwie. Hier kann man ja auch überall hin und runterspringen und... Ja, ich glaube, wir gucken uns erstmal das andere Areal an. Kommen wir da hin? Ja, das sieht gut aus. Oh, da unten ist auch Loot, wo wir hinspringen könnten. Titanitbrocken, ja gut, das ist nicht ganz falsch. Boah, hier kannst du ja wirklich überall hinspringen, ey. Das Gebiet zu erkunden wird bestimmt ein paar Folgen dauern, liebe Freunde. Bis man hier alles abgeklappert hat. Sieht zumindest ziemlich groß aus und sehr verwinkelt mit viel Jump-Sprüngen-Dingern. Skill-Jumps, das wollte ich sagen. So, und wo gehen wir jetzt hier weiter? Erstmal ziehe ich jetzt meinen lustigen Ring der Wiederherstellung an, dass er mich mal ein bisschen voll macht. Muss ich nicht für jedes kleine bisschen Schaden, was ich hier kriege, irgendwas, ein Heil-Item nehmen. Ja, toll. Da kommen wir wohl nur hin, wenn wir von oben da runterspringen und dann noch eine Etage tiefer, weil irgendwie da reinkommen wir von hier aus nicht. Ja, aber wie gesagt, von da oben direkt da runter und dann noch eine Etage tiefer zu dem Loot. Von unten kommt man halt nicht dran. So, hier könnten wir dann nach rechts weiter runter, aber das wollen wir auch nicht, weil hier vorne liegt ja auch noch irgendwas. Dann gucken wir doch erstmal, ob wir uns das hier holen können. Denn da kommt man ja von unten dann auch nicht wieder dran. Also muss man das ganze Gebiet ja irgendwie mehrfach angehen, um alle Items zu holen. Dann ziehe ich mir jetzt aber bitte erstmal andere Sachen an. Und zwar möchte ich bitte meinen Lebenssicherungsring, wenn ich solche Sprungscheiße mache. Ja, und die nächste Frage ist ja, hier geht's noch. Müsste ich ja gleich nochmal meine Sprunghosen anziehen für Fallschaden. So, oh, da unten ist ein Leuchtfeuer. Unglaublich. Ja, das ist ja schon mal nicht ganz falsch. Aber wie kommen wir denn da hin? Na gut, da sind zwei Türen. Und da hinten ist Loot. Na gut, hier auch. Nehmen wir erstmal den, der auch hier liegt. Große Titanitscherbe. Ja, da vorne wühlen schon wieder die Raketenwürmer. Dunkle Pastillen. Ja. Irgendwelche komischen Kackfässer. So, und hier könnten wir unten eventuell auf den Vorsprung... Ja, und keine Ahnung, wo es da weitergeht. Ja, hüpfen wir doch mal. Ja, erstmal ziehe ich mir jetzt aber kurz noch die Sprunghosen an, bevor wir da runterhüpfen. Nicht, dass ich hier zu viel Fallschaden kriege und da unten Horden von Gegnern sind und mich dann finishen. Das muss auch nicht sein. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir da unten auf diesen Vorsprung landen können. Ja, es klappt. Unglaublichst. Ja, hier ist aber auch alles ruhig. Dann können wir uns ja mal ganz kurz hier... den Loot einsacken. Estus-Flakonscheibe, ja, nice. Oh, jetzt haben wir schon 11. Ist ja schon mehr als in Dark Souls. Das ist echt nice. Wie viel gibt's denn hier eigentlich davon? Keine Ahnung. Irgendwann haben wir plus 20 oder so. Naja, soll mir recht sein. Brauchen wir halt nicht so viele Lebensknödel und so. So... Kann ich erstmal die Fallhosen wieder ausziehen, falls es da unten zur Sache geht, weil das ist ja doch hier jetzt eher ein kleiner Sprung.
Ein kleiner Sprung für den Sless, aber ein großer für die Dark Souls Community. Ach, da kommen natürlich schon wieder Horden von Spinnen. Ja, ist klar. Ist klar. Geh mal weg. So, was haben wir hier noch? Versteinerter Drachenknochen. Ja, haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Keine Ahnung, wann, wie, wo und ob. Müssen wir mal irgendwann gucken, wofür das ist. Ja, hier verbirgt sich aber auch kein Reichtum in den Dingern. So. Ja, ich gehe da jetzt mal lieber nicht zu nah an das Loch ran. Nicht, dass mich hier die Raketenwürmer gleich fressen. So, und hier haben wir das Leuchtfeuer gesehen. Ja, da ist ein Leuchtfeuer. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich hier zum Leuchtfeuer. Ja, oder auch nicht, weil die Tür sich nicht von dieser Seite öffnen lässt. Mann! So nah und doch so fern. So, was haben wir... Da haben wir erstmal so einen Blubschi-Flucher. Alter, scheiße. Weg, weg, weg. Möchte nicht versteinert werden. Hör mal auf damit. Ja, gut, aber anscheinend war es nur einer. Boah, der tickt super schnell hoch und super langsam runter. Also wenn davon mal mehrere kommen, dann ist er aber echt die letzte schnelle Statue. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Eventuell geht es ja hier zum Leuchtfeuer. Ach, da ist Ornifex. Ja, dann haben wir anscheinend hier die Schmiedebude von dem Ding gefunden. Ja gut, logisch. Links hier irgendwo, direkt hier, müsste ja... Wer war jetzt, Frau Wurschler? Irgendwo da Leuchtfeuer sein und dann hat man einen ziemlich kurzen Weg hier zu dem Moped-Vieh. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zu diesem Kack-Leuchtfeuer? Machen wir erstmal das Ding hier weg, ey. Nicht, dass er uns hier gleich wegsnipert durch das Ding. So wie wir es mit ihm tun. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, über das Leuchtfeuer machen wir uns gleich Gedanken. Wo komme ich denn in diesen Raum rein? Ja, auch gleich. Sprechen wir erstmal mit Ornifex. Oh, we meet again, kind traveler. This is my workshop. In your tongue. I believe I would be called a blacksmith. I create all manner of equipment, using an ancient technique unique to my people. People? Normally I only cater to a very select few. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. So, Waffenschmied Ornifex. Murakumo-Zwillingsklinge, Partisan, Mischbogen. Mischbogen, was macht der denn? 82, ja, ist auch nicht so toll. Oh, ich höre irgendwelche Geräusche. Ich habe Angst, dass die mich hier gleich hinten irgendwo angreifen, während ich hier im Menü rumhampel. Ist nicht so schön. Feuerpfeile, nicht im Limited Supply. Ist ja gar nicht mal falsch. Gelbes Kraut, grüne Blüte und hier Flammenschmetterling, nicht im Limited Supply. Ja, und Zauber natürlich auch. Okay, also müssen wir sowieso irgendwann hier nochmal zurück. Zu reparieren haben wir nichts. Verstärken. Achso, ja klar, es ist das ganz normale Upgrade-Menü. Uninteressant. So, und handeln. Was ist das denn? Achso, hier können wir auch anscheinend Boss-Seelen wieder traden. Greift den Schadensverursacher an. Also, der kriege ich selbst Schaden, wenn ich das benutze, oder was? Boah, 50 Stärke und macht nicht viel Schaden. Spezialangriff, schwerer Angriff. Aha. Blitz, Spezialangriff, schwerer Angriff. Ja gut, die haben ja jetzt zumindest irgendwie so eine Spezialklamotte. Das hatten die ja bei Straight nicht. The item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom.
King, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. A pale beast that lived long, long ago. We don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear, and revulsion. Oh well, it hardly concerns me. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. Ja, das hatten wir ja, glaube ich, jetzt schon. Und ja, ich überlege gerade, dann hat Straight und Ornifex halt anscheinend unterschiedliche Waffen, beziehungsweise wir müssen nochmal zu Straight gucken, was der nochmal an Klamotten hat. Wir haben ja neue Seelen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir damit eventuell dann uns eintauschen. Gegebenenfalls machen wir das auch erst ganz zum Schluss für den nächsten Durchgang. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Da bin ich noch recht unschlüssig mit den Bosswaffen, weil ich halt noch gar nicht weiß, was es alles gibt und was wir brauchen und was wir aufsparen müssen für Zauber, Moped-Sprüche und hast du nicht gesehen. Aber die akutere Frage wäre im Moment, wie kommen wir jetzt wieder hier raus aus diesem Gebiet? Die Tür ist zu, zum Leuchtfeuer kommen wir nicht, wegporten geht nicht, da war nichts drin. Sind wir jetzt hier gefangen oder was? Hier ist auch nichts. Ja, anscheinend. Ja, es hat einen Designfehler, dass man eigentlich erst von oben das Leuchtfeuer aktivieren muss und dann die Tür von innen aufmacht und dann hier unten ist oder was? Ja, hier komme ich auch nicht weiter. Also bin ich hier wirklich gefangen und kann mich nur noch mit dem Heimatknochen wegteleportieren, oder wie? Und wenn ich den nicht hätte, müsste ich mich umbringen, oder was? Das kann ich mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, weil das wäre der erste Designfehler in einem Souls-Spiel, der mir aufgefallen wäre, der so krass wäre. Aber ich wüsste auch nicht, oder komme ich hier hinten weiter? Ach, hier hinten komme ich weiter. Ja, gut. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Natürlich kein Designfehler. Ein /Blindfehler. Das Ding hat man echt nicht gesehen, diese Tür. Und hier haben wir natürlich auch wieder Spinnen drin. Geh mal weg. Nur eine? Ja, wo eine ist, sind meistens auch ganz viele. Ah ja, gut, okay. Deswegen war wahrscheinlich da auch das Fenster drin, dass man hier schon von Ornifex reingucken konnte, damit man weiß, dass es hier weitergeht, um hier nochmal zu suchen. Ja, war schon ein Hinweis, okay. Also da habe ich mich da ein bisschen dämlich wieder mal angestellt. Naja. So, und da haben wir auch links eine Spinne und eine Kiste. Und rechts sehe ich nicht, weil da was im Weg steht. Geh mal weg hier, du Kistending. Aua! Ja, ja, stirb du mal. Ah, Mist, hier hat man natürlich noch wieder einen mitgegeben. So, und was haben wir hier noch? Nix außer eine Kiste. Naja, gut, okay. Haben wir denn hier eine Mimik drin? Nö. Naja, dann können wir auch hier mal reinkisten. Krummaxt und Seelenstrudel. Aha. Also noch ein Zauberspruch oder ein lecker Kuchengebäck. Man weiß es nicht. Sowas wie Kirschstrudel, nur mit Seelen. Ja, dann haben wir hier oben anscheinend den weiteren Weg. Wobei ich auf die Uhr schaue, liebe Freunde. Das schauen wir uns nächste Folge an. Morgen 16 Uhr geht's hier weiter bei Dark Souls 2 und ich sage bis dahin.